Hallo Welt, da sind wir wieder, hier am nördlichen Ausguck. Und wir verfolgen weiter unser Ziel. Ich wollte jetzt schon runterspringen. Aber ohne die richtigen Rüstungsteile ist das keine gute Idee. Ja, auch hier, das wurde auch verlassen, alles. Aber wir haben Nachrichten noch in der letzten Folge gelesen. Die haben das da oben wohl etwas zu bunt getrieben mit der Halloween-Deko. Moment, wo müssen wir hin? Dahin. Irgendwas, wir finden raus jetzt, was dieser Weihnachtsmann da unten, was das so auf sich hat. Das ist kein Weihnachtsmann. Da ist nur was mit Bommelmütze. Sunny Top, Pistenhütte ist das. Ah, ja, eine Skibrille. Skibrille und Bommelmütze. Oh, Musik. Menschen, oh, so klein. So schwach. Passt ein Supermutant in so einen Bus rein? Der kommt doch gar nicht durch die Tür. White Spring Shuttle Bus? Aha. Ja, ja. Oha. Der wird nicht ganz alleine hier wohnen. Supermutanten sind ja auch Rudeltiere. Auf die Hupe drücken hier. Was jetzt? Nein oder ja? Du musst dich schon entscheiden. Beides geht nicht. Schmerz! Ich denke, wir sind schwach. Und dann hast du Schmerzen? Moment. Jawohl. Wo ist dein Hund? Da ist dein Hund. Wo ist der andere Hund? Da! Oh! Ein Supermutantenkämpfer mit Krone. Du kommst ja nicht rein. Du bist viel zu groß dafür. Oh, er kommt doch! Dann fliegen wir halt gleich beide in die Luft. Arm. Was sollten wir da jetzt tun? Ach, die Sumpfkrätze. Supermutanten haben aber keine Werkbänke oder sowas. Der Bus ist ja noch gar nicht explodiert, so richtig. Ja, wo ist der andere? Was? Er freut sich.
Da! Ah, die kann was, die Waffe. Doch, doch. Ganz nett. Fangen! Nein! Hör doch auf damit! Ich verstehe. War dir zu schwach. Okay. Joa, hat doch geklappt hier. Ja, waren gar nicht so viele, oder? Waren schon mal mehr, meine ich. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Was? Wie hast du mich genannt? Ach so, Fink ist doch niedlich. Da oben. Aha. So kommst du. Ja! Doch. Nein, nein, nein. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert jetzt. Ohne Munition. Ich vermisse mein Scharfschützengewehr. Und die Machete übrigens auch, ja. Ach, das ist aber auch laut. Vorbei! Ja. Vorsicht, warte. Genau. Aua. Du hast einen Totenschädel am Knie. Ist ärgerlich, oder? Hey, du rennst selber in die Granate? Happen essen. Du willst mich doch wohl nicht essen. Ich hab einen Hut. Ach, das wird mir langsam zu dumm mit euch. Komm her, du Supermutant. So, jetzt hast du was zum Ärgern. Na also! Haha! Und jedes Mal Kronkorken dabei. Ah. Oh, geschafft. So, was habt ihr hier versteckt? Hey, das ist aber super sauber hier. Supermutanten sauber. Oh nein, eine Leiche. Raider? Ach so, ja, wir sind ja in den Bergen. Genau, da kommen ja die ganzen Raider her. Wir helfen dir mal. Seele frei. Ich dachte, hier lag irgendwie ein Groschen oder so. Oh, leider nichts drin. Ah, Memo für Sunnytop-Mitarbeiter.
Sunnytop Piston. An alle Mitarbeiter der Sunnytop Piston. Entgegen anderslautender Gerüchte, die unter den Mitarbeitern die Runde machen, gab es bei der letztwöchigen Aktion mit dem Skirennen auf drei Beinen keine Todesfälle. In Wirklichkeit wurden nur 14 Personen verletzt. Wir dürfen außerdem mit großer Freude berichten, dass fast alle von ihnen wieder normal gehen können. Werden. Alle Fragen der Presse oder anderer Medienvertreter sollten direkt ans Management weitergeleitet werden. Ted Augustin, Resortleiter. Wie sah das denn dann aus? Oh, du warst der Kassierer hier. Nein. Wir haben doch eine andere Theorie entwickelt. Das kann ja nicht sein. Wir haben doch die Theorie entwickelt, dass die Verbrannten nachher die Versteinerten wurden. Aber vielleicht nicht alle. Vielleicht sind manche ja doch versteinert. Sofort. Ich bin mir sicher, dass wir hier ganz tolle Sachen finden werden noch. Da waren wir. Hier noch nicht. Da! Ein Pümpel zum Beispiel. Vorsicht! Oh. Hat sich das gelohnt, hier so eine Bombe reinzubauen? Die Supermutanten bauen doch sowas? Ja, es waren vorher Raider hier. Vielleicht kamen die Supermutanten, die kamen nie auf die Idee, diese Tür zu öffnen wahrscheinlich. Oh, kein Kühlschrank hier. Ah, hier ist kalt genug. Oh, nochmal so ein Kultistendolch. Ja. Werkbänke, wo sind teure... Werkbänke, Raiderleiche, Nudelschale hat er dabei gehabt. Lecker. Hey, wer hat das hier eingesperrt? Das will doch raus. Aber wenigstens habt ihr was zu fressen gegeben. Ein Yaogwai-Kopf? Moment mal. Das ist kein normaler Bär. Das ist schon ein Yaogwai. Wie haben die das denn hinbekommen? Yaogwais gab es doch vor dem Fall der Bomben gar nicht. Da muss nachher... Ach, das waren ja die Raider auch, die hier schon eingezogen sind. Oh, das ging aber schnell. Dann haben sie den Yaogwai da aufgeknüpft und hatten die Naffen hier. Schön. Was können wir denn damit machen? Oh, wir haben nicht mehr viel Munition. Ja, wir lassen es lieber. Schade. Ach, kennen wir doch das Schild irgendwoher. Drucks. Wow, gut. Oh nein, warum? Die gute Haarklammer. Haha! Wackelpuppe, Schloss knacken. Das ist aber schön. Ja, so welche brauchen wir. Die können wir gut gebrauchen. Gibt's die passenden Karten dann auch dazu? Ich hätte ganz gerne Schlossknacken mit drei Stufen und nicht nur mit einer. Die müssen wir mal irgendwie loswerden. Kann man die loswerden? Die Karten? Eintauschen gegen eine bessere? Mit drei Stufen? Ja, typisch Raider. Oh, ich sehe schon, hier ist ja gar keine Werkstatt oder sowas. Das ist aber klein. Ja, okay, es ist eine Skihütte. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Skihütten brauchen keinen Keller? Und nichts? Oh, die hatten hier aber Reifen zu spielen. Hey, Supermutanten, wo habt ihr denn geschlafen hier eigentlich? Och, Supermutanten auf Boden. Schlafen sie. Ah, Stöcke. Ski-Stöcke, aha.
Sollen wir den Fahnen hier etwa folgen mal? Ach, sowas ist das. Ein Skilift. Oh, funktioniert der noch vielleicht? Keine Kinder runterwerfen. Okay, ich verstehe. Oder nein, das heißt anders. Kinder sitzen bleiben, Erwachsene dürfen auch nicht springen. Okay. Nein, das heißt noch anders. Kinder dürfen nicht sitzen und Erwachsene dürfen nicht runterspringen. Aha. Vielleicht. Oh, oh nein, wir waren zu langsam. Hey, das fliegt nicht so weit. Doch, jetzt haben wir ihn getroffen. Oh. Du weißt doch gar nicht, auf was du da schießt. Sind da Ratten? Red Ratten? In den Bauch. Das tut bestimmt weh. Hey, lass das. Ich sehe ihn nicht mehr. Er sieht uns auch nicht vielleicht. Oh. Weiß der denn nicht, dass wir hier sind? Der hat doch in unsere Richtung... Doch, der kommt. Ganz alleine ist er da oben auf dem Berg. Stört ihn gar nicht. Der hat da irgendwas versteckt. Einen Schatz vielleicht. Gut. Oh, Moment. Das reicht gar nicht an Munition, was wir haben, sehe ich gerade. Ja, dann ist das doch nicht so gut. Aber wir haben doch bestimmt, hier waren Raider, hier waren so viele Supermutanten. Wir haben bestimmt irgendeine andere Munitionsart für eine andere Waffe. Aber tatsächlich, sie haben hier keine Werkbank oder so. Also eigentlich hat sich das nicht so richtig gelohnt. Ich wollte eigentlich die Machete wieder repariert haben. Hm, ja, man kann ja nicht alles haben, aber... Man kann es ja anstreben. Hm. Ah, das gute, schimmelige Essen. Das ist ein Wanderweg. Aha. Boah. Dann gucken wir erstmal nach der Munition, was wir da so bekommen haben. Nein, wir sollten erstmal gucken, was für Waffen haben wir denn jetzt bekommen. Impro-Pistolen. Boah, dafür haben wir genug Munition dafür. Den Kultisten-Dolch könnten wir mal ausprobieren. Oh Gott. Vorschlaghammer. Ach, wir haben wieder Munition. 308er, aber nicht so viel. Oh, ja, aber unsere Waffen sind ja auch ganz schön hinüber. Kommt noch, die Armbrust. Ich kann es kaum erwarten. Wir werden sie schon ausprobieren. Richtig. Ja, ausprobiert haben wir sie schon zweimal oder so. Hm. Ja, Moment. Wir wollen in diese Richtung. Ich möchte aber schon gucken, wo dieser Lift hinführt. Einmal nach oben gehen und dann wieder runter. Da war ja nur ein Supermutant da oben. Ja, aber das war ein Kämpfer. Die Kämpfer, die können richtig was. Hm. Haben wir hier schon geguckt? Nein, haben wir nicht. Ski-Outfit-Mütze. Sie hat es leider nicht geschafft. Zurück. Der Busfahrer ist abgehauen.
Oder wurde verschleppt? Ach, das können wir uns immer noch angucken, oder? Eigentlich, jetzt sind wir einmal da und das ist ja ein Supermutant. Naja, wir müssen das mal anders machen. Ändern. Kultistendolch. Auf 2 haben wir Munition sogar. Das hier ist die doppelläufige. Ja. Was haben wir denn da? Jagdgewehr. Nee, das braucht ja auch 308. Impro-Gewehr nehmen wir mal automatisch. Eigentlich nicht so gerne. Ja, und dann? Können wir eigentlich hier nur noch auf 2? Die Impro-Pistole draufpacken. Eine Impro-Pistole? Ja, aber genug Munition dafür. So lange ist die gar nicht mehr in Ordnung, die Pistole. Ja, ich bin neugierig, glaube ich. In der nächsten Folge werden wir mit Sicherheit hier mal dem Wanderweg nachgehen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn diese Folge ist vorbei. Moment, haben wir schon ein Foto gemacht? Gegenlicht. Ja, diese Folge ist vorbei. Wir machen in der nächsten Folge ein Foto. Ich bin jetzt echt. Das haben wir schon öfter gehört. Was ist denn das? Vielleicht werden wir es in der nächsten Folge rausfinden. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.